Dankeschön. Wie jeder beim Umziehen schon zuschauen kann. Ja, und jetzt spannend einen. Bob! Chaos hier! Ich hol Johnny! Seines Goldfischs ein großer Vorteil. Er wird dich also kaum an Olga Sedova ausliefern. Die Kopfgeldjägerin? Ist sie gefährlich? Bestimmt. Sie wird den Slum umflügen, um dich zu fliegen. Nicht mehr, um dich zu fangen. Typisch Gehirnratte. Kaum draußen und schon arbeiten. Nillen? Nillen! Das ist für dich, David. Erinnerungen remixen. Okay. Und jetzt? Oh, das ist Erinnerung. Vor 3 Stunden. Das ist für dich, David. Bei dieser Memorial-Transfusion hat Ihr Mann gute Heilungschancen, Frau Sedova. Schöne, gemeinsame Erinnerungen wirken extrem positiv auf Patienten. Ihr Mann leidet an einem klassischen Syndrom. Übermäßige Memorial-Löschungen, akute Abhängigkeit von externen Mnemonik-Stimuli. Okay. Erhöhte Gefahr oszillierender Identität. Also, die endgültige Zerrüttung einer bereits fragmentierten Persönlichkeit. Oh, hier. Diese Endorphine beschleunigen den Prozess und erhöhen seine Empfänglichkeit für die Transfusion. Komm, David, erinnere dich an uns. Erinnere dich deiner selbst. Memorial-Transfusion erfolgt. Keine Sorge. Die Nymphea ist das beste Krankenhaus für die Behandlung von Memorial-Leiden. Alles wird wieder gut. Mit der Zeit. Ja, natürlich. Ach, gut. Die ersten Ergebnisse sind sehr ermutigend. Er braucht weitere Behandlungen. Eine ganze Reihe. Es ist ein extrem teurer Prozess. Weiter, Dr. Quaid. Ich zahle für die Behandlung. Okay. Lassen Sie Dr. Quaid David töten. Okay. Erinnerungsstörungen zu finden, mit denen Sie interagieren können. Drehen Sie. Achso. Ja. Ich stelle mir gerade vor, Moment. Warte, was? Linke Maus hast du, um schneller zurückzuspulen? Okay. Okay. Die Nymphea ist das beste Krankenhaus für die Behandlung von Memorial-Leiden. Okay, und jetzt? Alles wird wieder gut. Mit der Zeit. Ja, natürlich. Gut, die ersten Ergebnisse sind sehr ermutigend. Er braucht weitere Behandlungen. Eine ganze Reihe. Es ist ein extrem teurer Prozess. Weiter, Dr. Quaid. Ich zahle für die Behandlung. Okay, das reicht aber, denke ich mal, noch nicht.
Ja, natürlich, ich muss noch. Ja, komm. Es ist mir schon klar, was ich machen muss. So, weiter zurückspulen. Okay. Die Nymphäa. Die Nymphäa ist das Beste. Na, ja, dann mach's halt zurück. Die Nymphäa. Ach so, okay. So. Mach's halt weg. Okay. Die Nymphäa. So. Ja, hier, wir müssen weiter zurück. Der muss dem das rote Zeug spritzen. Ist doch klar. Okay. Das ist für dich, David. So, komm. Bei dieser Memorial-Transfusion hat Ihr Mann gute Heilungschancen, Frau Sedova. Schöne, gemeinsame Erinnerungen wirken extrem positiv auf Patienten. Ihr Mann leidet an einem klassischen Na, Syndrom. Übermäßige Memorial-Löschungen, akute Ach so, das ist Abhängigkeit von externen Mnemonik, Stimuli. Kapseln umschalten. So. Erhöhte Gefahr oszillierender Identität. Also, die endgültige Zerrüttung einer bereits China anpingen. Ach komm, scheiß drauf. Mutierten Persönlichkeit. Hier. Diese Endorphine beschleunigen den Prozess und erhöhen seine Empfänglichkeit für die Transfusion. So. So, jawohl, das sieht doch gut aus. Tachykardie. Das ist sehr ungewöhnlich. Doktor, was ist los? Er ist ein wenig nervös, das ist alles. Kein Grund zur Sorge. Am besten auf friedliche Erinnerungen konzentrieren. Okay. Komm, ja, das David, wir auch noch runter. Erinnere dich Komm. An uns. Erinnere dich deiner selbst. Kind der Wolken! Warum kriegst du es? Die Fliegen fressen mich! Die Fässer fassen nichts! Und jetzt, komm, jetzt muss er sich noch losreißen. Bam! Das Ganze nehmen wir natürlich auf. Ratte! Wie ist das möglich? Meine Augen! Nein! 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 Alter! Oh. Das ist gefährlich. Die ziehen mit der Kunst leer. Ich will dich nicht festnehmen. Willst du Memorize immer noch erledigen? Ja. Dann haben wir denselben Feind. Welch eine Wendung. Aber doch eine positive. Für uns alle. Ich weiß, Olga hat ihre Gründe. Eigentlich nur aus diesem Grund. Die große Olga Sedova nimmt Partei für die terroristische Revolution? Wirklich verrückt. Das letzte Mal, als ich dich eingebuchtet habe, warst du noch jung und frisch. Nur weil du nicht auf meiner Liste stehst, sind wir noch keine Kumpels.
keine Bange. Ich sage das romantische Wochenende zu zweit ab. Aber Nillen hat ein Rendezvous mit der High Society und die Route wird total überwacht. Irgendeine Idee? Oh, ich hab was Besseres als Ideen. Mein Schiff. Oh, ja. Mit Alkohol. So kenne ich dich, Nillen. Eine Zauberin. Keiner ist so spektakulär wie du. Zuerst schlägst du mich, dann ruinierst du mein Geschäft, wenn du Hassliebe willst. Na gut. Wie auch immer, wir verschwenden Zeit. Vielen Dank, Tommy, wirklich. Du bist ganz die Alte, Schatz. Edge hatte Recht, auf dich zu setzen. Weißt du? Alle zählen auf dich! Ja, sehr gut. Kann ich hier nur alle enttäuschen. Letztendlich ist der Mensch nicht vollkommen schuldig. Er hat die Geschichte nicht bekommen, noch ist er vollkommen unschuldig. Er hat sie fortgeführt. Mann, das geht viel zu schnell, da kann man es gleich richtig betonen und lesen. Mein Kopf mag leer sein, aber das Risiko, das Tommy und Edge auf sich nehmen, um mich zu befreien, macht mich unruhig. Jetzt soll ich also die oberen 10.000 von Neo Paris bestrafen. Edge spricht von einer geheimen Mission im Herzen der Komfortburg Saint-Michel. Ein brutaler Weckruf für diesen Hochsicherheitsbezirk. Dort wird die Saat der Revolution aufgehen. Warum auch nicht? Obwohl sein Kampf legitim ist, ist es seine Freundschaft, die mir im Kopf herumspukt. Warum haben unsere Feinde mein Gedächtnis gelöscht? Bin ich wirklich so gefährlich? In der Brust, im Hals, an den Fingerspitzen spüre ich den Puls der Macht, die sie erschreckt. Sie erschreckt auch mich. Die Macht, das Gedächtnis eines Menschen meinem Willen zu unterwerfen. Seine Geschichte umzuschreiben. Gott zu spielen. Der bloße Gedanke macht mich verrückt. Ist diese Fähigkeit wirklich der Kern dessen, was ich einmal war? Dann muss ich all das neu erlernen. Ich muss dieses Talent nutzen. Episode 2. Die Makrowelle. Kann man ganz kleine Sachen heiß machen mit. Willkommen im Bezirk Saint-Michel. Danke für Ihren Flug mit Air Sedova. Gute Jagd. Ich könnte einen Führer gebrauchen. Nein, geht nicht. Familienangelegenheiten. Dein erstes Ziel heißt Kaori Sheridan. Ich brauche ein paar Geheimcodes aus ihrem Gedächtnis. Wer ist sie? Die berühmteste Architektin von Neo Paris. Ihr Gedächtnis speichert alles, was sie je gebaut hat, bis ins letzte Detail. Wo finde ich sie? Dein Kontakt nennt sich Bad Request. Er wartet auf der letzten Etage in der Saint-Michel-Rotunde. Okay, aber ich würde sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal, denn ich mache jetzt mal kurz wieder eine kleine Pause und wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, ciao!